Und damit herzlich willkommen zu Paper Mario, der Origami-König im Deutschen. Es steht immer noch der Origami-King, finde ich jetzt nicht so gut für die jüngeren Community-Mitglieder, aber ganz ehrlich, Nintendo ist für jede Altersgruppe. Wir starten einen neuen Spielstand, da kann man nämlich nur einen starten pro Profil auf eurer Switch, das müsst ihr euch merken. Und wahrscheinlich blamiere ich mich jetzt übelst, aber das ist mein erstes Paper Mario überhaupt. Ich habe Super Paper Mario nur mal kurz angespielt auf der Wii, aber nie durch. Bitte verurteilt mich nicht. Wir starten sofort rein, wir reden auch gar nicht lange drum rum. Mal gucken. Ist das nicht toll, Bruderherz? Endlich machen wir mal wieder einen Ausflug zusammen. Ich versuche auch die Stimme so gut es geht zu synchronisieren. Das Kart fährt wie von selbst und ich kann es kaum erwarten, Prinzessin Peach zu sehen. Ist auch schon viel zu lange her. Und auf dem Origami-Fest wird sicher alles super lustig werden. Eine einzige große Party. Juhu! Ja, Luigi macht jetzt gerade eine Pause von seinem Super Luigi U-Projekt. Alter, vor einem Monat habe ich mich noch beklagt, zu wenig Projekte und alles mögliche. Und jetzt haben wir 5 parallel. Mit Animal Crossing noch, mit Mario Maker. Mario Maker wird jetzt vorher erstmal pausiert, aber wenn ihr Level habt, könnt ihr die natürlich gerne wieder einschicken. So, was geht jetzt hier ab? Ich mag den Papierlook übelst. Da wären wir in Toad Town. Und da ist auch der Pilzpalast. Ja, offensichtlich. Aber irgendwie ist hier alles leer, oder? Lül, das ist richtig creepy. Stell euch mal vor, ihr geht in so eine Großstadt rein, denkt, da ist irgendwie ein Festival und so, und dann ist alles leer. Wo sind denn alle? Sind wir etwa zu spät? Mario, sehen wir uns noch einmal die Einladung an. Wann sollten wir denn hier sein? Sind hier etwa schon alle auf ihren Zimmern? Zu zweit? Luigi haut raus. Ich lade euch herzlich zum Origami-Fest in Toad Town ein. Es findet dieses Jahr am X des O statt. Eure Peach. Die Party soll also heute steigen. Denkst du, die stecken noch in der Vorbereitung? Wollen wir mal am Palast vorbeischauen? Ich habe Peach schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht sind ja alle dort drin. Ja, wir können gerne mal vorbeigucken. Ich finde das RPG-mäßige bei Paper Mario finde ich schon mal cool. Erinnert mich an Mario und Luigi. Das es ja wahrscheinlich nicht mehr geben wird. Weil das Entwicklerstudio pleite gegangen ist. Wunderbar. Schade eigentlich. Es sieht fast sogar zerstört aus. Was passiert hier? Also angeblich hat Paper Mario auch so einen ziemlich flachen Humor, das gefällt mir übelst. Ich mag so. Also es kann sein, dass ich irgendwann mal einen Lachflash bekomme, einfach so random, weil ich feiere so Humor übelst. Habe ich schon bei Undertale gefeiert. Aber ich habe auch in ein paar alte Let's Plays von Domtendo reingeguckt. Und dort musste ich auch drei, viermal lachen, nur wegen den Witzen, die teilweise vorkommen. Übrigens, das Kart ist aus Mario Kart 8, fällt mir gerade auf. Und da wären wir, der Pilzpalast. Ich parke nur noch schnell das Kart, ja? Ich möchte ungern Geld für den Parkservice ausgeben. Dein Ernst? Luigi gehört zu den reichsten Charakteren in der gesamten Videospielgeschichte und er spart sich einfach das Geld für den Parkservice? Richtiger Geizhals. Wie er noch wegfährt, als ob nichts wäre. Aber ich kann ihn verstehen. Ich muss jetzt schon wieder lachen wegen so einem Joke. Zu wild. Tut mir leid, dass du warten musstest. Gehen wir zur Prinzessin. Okay. Gibt's hier. Komm, wir probieren mal aus. Was war das gerade für eine Anzeige? Hallo? Okay, mit Plus können wir ins Inventar und können uns dort alles mögliche angucken. Wir haben aktuell Stiefel. Nein. Aber eine Latzhose haben wir nicht. Also ist Mario nackt, oder? Wie sieht's aus? Und ziemlich viel Fragezeichen, Zeug, wichtiges. Items. Zubehör. Ah ja. Okay. Immerhin, wir können springen.
Mehr können wir auch gar nicht, wow. Alter, wie episch die Tür aufgeht. Was ist denn los hier? Oh. Das sieht schön aus. Irgendwie gruselig hier, oder? Und warum sieht man hier nirgends Toads? In den Vorgängern hat man die doch alle 2 Meter gesehen. Mama mia! Da habe ich doch glatt vergessen, dass wir noch ein Geschenk mitgebracht haben. Ich gehe es mal schnell holen, okay? Das gefällt mir gar nicht. Wie soll ich denn jetzt nach draußen kommen, wenn die Tür abgeschlossen ist? Kommt es dir irgendwie nicht suspekt vor oder so? Keine Sorge, Mario. Ich weiß genau, was man in solchen Situationen macht. Mario, um Hilfe bitten. Du bist so unglaublich, Luigi. Nun gut, ich werde einmal tief durchatmen und den Schlüssel zu der Tür suchen. Das würdest du doch auch machen, oder? Falls du Prinzessin Peach zuerst siehst, sag ihr, dass ich gleich da bin. Bis später dann. Okay, ciao Luigi. Aber hier spielt auch keine Musik. Oh, mir gefällt der Style echt. Nee, ich feiere bisher die Grafik. Natürlich auch auf dem Kanal 1080p 60 FPS. Was geht jetzt hier ab? Ah, Mario. Wer kommt jetzt? Ah, kommt jetzt nicht Peach? Ja, okay, das haben wir im Trailer gesehen. Sie sieht auf jeden Fall geknickt aus. Versteht ihr, weil Papier und so und Origami? Nein. Wie schön, dich zu sehen. Beantworte mir eins. Findest du nicht auch, dass das Pilzkönigreich entfaltet und zu neuem Glanz erneut gefaltet werden sollte? Die Vorgänger kamen nicht so gut an, aber ich sehe jedes Spiel einzeln in seiner Form. Also, ja. Und die Toads? Sollte man sie nicht für alle Ewigkeit zum Schweigen bringen? Ich meine, sie haben schon eine nervige Stimme, aber man kann mit ihnen leben, oder? Ich verstehe. Letzte Frage. Wirst du vor mir einknicken? Und wie ich neu geboren werden? Nee, das ist irgendwie gruselig. Falsche Antwort. Richtige Antwort. Es spielt keine Rolle. Alle deine Antworten sind dünn wie Papier. Und da ist der erste Papier-Joke. Leb wohl. Oh, ich finde diese wechselnde Schriftart, finde ich auch immer cool. Je nachdem, wie es betont ist. Habt ihr es gerade bemerkt bei dem Lebwohl? Mario! Okay. Spektakulärer Auftritt von dir. Nichts zu meckern. Bist du auch wegen des Origami-Fests hier? Ich finde es sehr einladend, dass man uns hier im Verlies warten lässt. Wow. Du hast König Bowser auch nicht gesehen, oder? Sieht ihm gar nicht ähnlich, uns hier einfach so hängen zu lassen. Doch. Boah, Mario, du auch hier? Supi toll, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von, ich meine, ich wollte immer schon mal gegen dich kämpfen. Klasse, das ist ja richtig doll aufregend. Ich habe schon Prinzessin Peach gesehen und jetzt auch noch dich. Obwohl ich sagen muss, dass ich mir die Prinzessin anders vorgestellt habe. Nicht so geknickt irgendwie, lol. Es war klar, dass ihr auch mit dem Joke kommt. Und was seid ihr? Kommt mit uns. Das ist so eine Art Zombie-Apokalypse. Oh, fein! Was kommt als nächstes? Ich habe noch nie einen Toad gesehen. Das ist doch ein Toad, oder? Nein. Oh, ich finde ihn süß, weil er so doof ist. Du nicht. Ach, schade. Hoffentlich musst du nicht zu lang warten, Mario. Du willst sicher auch mal einen Toad aus nächster Nähe sehen. Ja, ich habe noch nie einen Toad gesehen, also... Ich bin so gut gelaunt bei dem LP. Ich glaube, es wird eines der besten LPs auf dem Kanal. Mario, bist du das? Ich brauche deine Hilfe. Ich bin an einem ganz merkwürdigen Ort. Hier ist es eng und dunkel. Bist du in Peach? Lol.
So als wäre ich zu den Dimensionen gefangen, weil sie gefaltet ist wahrscheinlich. Ist jetzt auch nicht unangenehm oder so. Oh, lol. Oder so, aber jetzt würde ich doch ganz gerne wieder hier raus. Okay, wenn man das auf Peach bezieht, ist es echt zweideutig. Wenn du also so nett wärst. Was muss ich machen? Oh lol, ist ein Hammer? Hammer erhalten! Wild, kann man den jetzt einsetzen? Wie setzt man den ein? Mit B! Ganz coole Sache. Kann ich hier alles kaputt machen? Ich glaube, das ist auffällig. Was passiert hier? Toll, da leuchtet ja jetzt was. Ist das ein Faltkreis? Nochmal ganz langsam, um sicher zu gehen. Leuchtet der Boden unter deinen Füßen? Dann ist es ein Faltkreis. Und jetzt musst du nur noch herausfinden, was man damit macht. Faltarme? Alles klar, also die Funktion wurde hoch angepriesen im Trailer. Du hast es geschafft, du hast die Macht der legendären Faltarme entfesselt. Meinst du, du könntest sie einsetzen, um mich hier rauszuholen? Taste doch mal die Wand ab, vielleicht findest du etwas dabei etwas. Wenn die Arme außer Kontrolle und nicht richtig zentriert sind, drücke R, um sie zurückzusetzen. Oh lol, Bewegungssteuerung? Nein. Mehr nach links. Kleines bisschen höher. Noch mehr nach links. Alles klar. Okay, cool, dass hier die Bewegungssteuerung auf jeden Fall zum Einsatz kommt. Endlich! Befreit aus dieser entsetzlichen Zwischenwelt. Ich meinte vorhin zwar, sie wäre ganz okay, aber das habe ich mir eigentlich nur eingeredet, um nicht in Panik zu geraten. Coole Taktik auf jeden Fall. Oh, das war nur die Wand hier. Du musst Mario sein. Ich heiße Olivia. Und jetzt willst du sicher alles über mich wissen und warum ich da drin gefangen war. Oh nein, das ist so eine Plappertante. Nur haben wir im Moment leider gar nicht die Zeit dafür. Lass uns einen Weg hier rausfinden, bevor wir noch Falten bekommen. Apropos Falten. Mir hat ja nie jemand Füße gefaltet. Trägst du mich? Ja, genau. Könnte meine Freundin sein. Ist auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall eine Begründung. Hier geht's lang. Ich glaube, ich habe da gerade eine ziemlich gute Idee. Ich weiß nicht, ob meine Einfälle wirklich immer gut sind, aber ich teile sie auf jeden Fall gern mit dir. Wenn du mal nicht weiter weißt, drück einfach X und ich werde mein Bestes geben, dir zu helfen. Ich bin sicher, wir werden ein tolles Team, auch wenn wir uns noch nicht so lange kennen. Ich verstecke mich nur so lange in deiner Hose. Ach, was ich dort mache? Ich sag mal nichts. Oh, sneaky. Haben wir das jetzt so eine Escort-Mission? Also gut, dann schauen wir mal, wo wir hier eigentlich sind. Ah, definitiv im Schlossverlies. Ich war zwar überhaupt nur einmal in einem Verlies, aber ich glaube, die riechen alle gleich muffig. Wow. Ich glaube, der wird uns noch richtig auf den Sack gehen. Der Charakter. Was gibt's hier? Okay, da kann man nicht rein. Gibt's hier überhaupt irgendwas? Hey, Schluss damit! Okay. Jetzt reicht's mir aber. Ist es Bowser? Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Ja, das ist Bowser. Lol. Er wird einfach gefoltert, so auf Panama-Style. okay, ich muss da eindeutig einen FSK 18 drüberlegen. Ich weiß schon, was ihr da mit meinen Schergen vorhabt, aber das könnt ihr gleich mal knicken, jetzt reicht's. Diese schlechten Jokes. Oh nein, das ist ein Cooper. Es ist halt echt so eine Folterszene. Ja, genau. Wurde er getackert? Sheesh. Bowser eskaliert komplett. Was hast du gesehen? Hoffentlich nichts Schlimmes. Das war der letzte.
Oh Leute, sie haben jetzt die ganzen Schergen origamifiziert. Fehlt nur noch der mit dem Bart. Ah, wir wollten dem doch so eine hirnlose Stimme geben, stimmt. Vielleicht reicht die Zeit, damit ich das kurz erklären kann. Diese Gestalten da, die so an einen geknickten Eindruck machen, nennt man Faltschergen. Ich möchte keine Panik auslösen, doch sie sind super gefährlich. Wir sollten versuchen, sie zu meiden. Was glaubst du, was sie damit eigentlich gemeint haben? Du weißt schon, das war der letzte. Der letzte was eigentlich? Der letzte Scherge vielleicht? Was passiert jetzt eigentlich, wenn wir zurücklaufen? Das probieren wir jetzt gerade mal aus. Wo ist der mit dem Schnurrbart? Ich kann die Fallschergen hören, sie sind ganz in der Nähe. Okay, dann können wir da gar nicht rein, schade. Lül. Okay, was geht? Bowser? Mario, du bist auch hier. Worauf wartest du noch? Hol mich hier runter. Selbst du weißt, dass man jemanden von königlichem Geblüt nicht so schändlich behandelt. Königlich? Oh, schön dich kennenzulernen. Sind in deinem Königreich alle Bewohner nur Gesichter? Richtig ins Gesicht. Ich habe auch einen Körper, der ist nur gerade sehr unbequem um sich selbst gefaltet. Das habe ich diesen geknickten Gestalten zu verdanken. Ich habe aber schon Schlimmeres erlebt. Aber das ist jetzt egal, ich bin der große König Bowser und ich verlange sofort befreit und entfaltet zu werden. So Mario, lass mich jetzt endlich deine unverschämte Begleiterin links liegen lassen und hol mich hier runter. Bowser befiehlt dir, ich werde das gleiche doch auch für dich tun. Du brauchst mich genauso wie ich dich, gib's zu. Ja, okay, da hat er recht, da hat er einen wunden Punkt getroffen. Außerdem erzähle ich dir ein Geheimnis, wenn ich frei bin. Einem guten Geheimnis kann niemandem widerstehen. Okay, dann halt. Hey jetzt! Lass mich hier runter! Ah ne, wir müssen ziehen, wir müssen ihm nicht ins Gesicht hauen. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid, Bowser. Entfaltet er sich jetzt? Nein? Oh, ich dachte, ich falte mich einfach wieder auf. Ah, egal. Jetzt verrate ich... Jetzt mal zum Geheimnis, das ich dir verraten wollte. Dieser Raum hat einen geheimen Ausgang. Ich habe gehört, wie sich die Falznasen darüber unterhalten haben. Elende, faltige Nichtsnutze. Und jetzt beeil dich und such den Ausgang. Und wenn du von hier entkommst, darfst du mich vielleicht sogar mitnehmen. Ja, wahrscheinlich darf ich dich eh mitnehmen. Ist der hier? Nein, ist er nicht. Dann kann er ja nur hier hinten sein. Oh lol. Randale, wir machen alles kaputt. Okay, wir können wieder irgendwas falten. Aber die können wir nicht kaputt machen. Okay, das ist unlogisch. Okay, wir müssen ziemlich oft die Faltarme benutzen. Ah ne, warte mal, hier ist doch so ein Ding. Genau. Also man sieht es an diesen komischen Papierdingern. Boah, cool, ne? Was wärst du ohne mich? Hey, du hast die Faltarmtechnik ja schon richtig gut drauf. Ja, also komm. Bowser. Super! Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir weiter. Obwohl, vielleicht würden sich 30 Minuten mehr eignen. Schreibt es mal in die Kommentare. Gespeichert? Na, das bedeutet wohl, dass dein Abenteuerfortschritt jetzt gesichert ist. Da bin ich aber erleichtert. Lass uns einfach immer schön speichern, wenn wir einen von den schillernden Blöcken sehen, okay? Okay. Ach ja, wenn du mal mit Plus das Menü aufrufst, findest du dort alle möglichen Sachen, die dir helfen können. Wenn du verschiedene Optionen ausprobieren möchtest, guck einfach beim Steuerkreuz oder Steuerrad oder was weiß ich. Okay, wir machen im nächsten Part weiter. Ich will mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dürft ihr mir ganz kräftig in den Schuh blasen. Tschüss und bis bald.